So, meine Damen und Herren, wieder mit Lindas, sehr herzlich willkommen. Hier geht gerade eine große Schlacht ab. Unsere Leute haben hier groß angefangen, eine Attacke zu starten. Aber heißt das Ding einfach nur Ghost? Tatsächlich, das Ding heißt einfach nur Ghost. Ja, dann würde ich sagen, heute eine Runde mit der Ghost. Der ist schön geparkt. Nase kurz kratzen. Und ab geht's in die Schlacht. Der leckt ein bisschen. Da kann ich nichts gegen machen. Wo dann geht's? Ah, da links oben. Der schießt auf irgendwelche Leute, was mich nicht zu interessieren braucht. Tun wir einfach mal so, als wären hier weniger Leute. Oh, das war so knapp dran vorbei. Sehr gut. Die sind auch schon auf dieselbe Idee gekommen. Nein. Munition? Hört sich mal gut an. Wie sieht das hier aus? Ja, geht in Ordnung. Feindlichen Prowler identifiziert. Ah, da habe ich was gesehen. Okay. Unsere Attacke gilt dieser Richtung. Da ist irgendjemand um den Stein rum. Zu uns. Ich würde fast sagen, ich sollte meine Deckung, bis ich mein Schild wieder regeneriert habe. Ja, und ein bisschen üben muss ich noch. Also den kann ich nicht wiederbeleben. Na, da habe ich gegen die Kante geschossen. Oh. Schlau gemacht, Bürschchen. Erster Kill für heute. Laden. Immer schön um einen rumgucken. Gruppen feuern. Der ging ordentlich daneben. Der war Treffer. Irgendwie könnten wir hier, glaube ich, einen Medic gebrauchen. Schießen die da? What the fuck? Oh. Da hat er sich sichtbar gemacht und hat mich gemessert. Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht. Nur habe ich das Gefühl, wir haben zu wenig Medics vor Ort. Da opfere ich mal mein Bedürfnis zu snipern. Mein Bedürfnis, den Menschen in meiner Umgebung zu helfen.
Stimmt, der hätte mich doch gar nicht mehr erwischen dürfen. Da war ich doch schon längst um die Ecke. Ist das ein Medic? Nein, das ist ein Mac. Ein Max. Aber der steht glücklicherweise direkt vor den Toren. Direkt an der Portos. Ist hier irgendjemand, der Heilung benötigt? Nein. Nein. Ordnung. Ist in Ordnung. Das ist fies, was da gerade hinter mir gemacht wurde, aber da es nicht jugendfrei ist, sage ich es euch nicht. Von was wurde ich denn jetzt getroffen? Von einem Sniper aus irgendwoher oder was? Okay, das mit dem Medic haben sich wohl auch schon andere überlegt. Rein. Nachladen in den Tarnmodus zu gehen, ist schon ganz praktisch. Ich bin ein Sniper erwischt worden. Ich hoffe, da ist ein Medic in der Nähe. Nein, sind sie nicht. Da irgendwas von rechts gesehen. Dass die da rechts wären. Wow, da flog was. Habe ich nicht auf F gedrückt? Ich muss sagen, meine Kugeln sind doch etwas langsam. So vor mir. Da ist irgendwo ein Sniper. Manchmal frage ich mich, dass er Tourbefehle nicht annimmt. Viel los. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber irgendwie bräuchte ich ein anderes Visier. Das ist einfach nicht genau genug, das Visier. Ich sterbe eindeutig zu oft dadurch. Viele Leute meiner Leute machen es klug und die attackieren von oben. Sie rennen dann quasi hier rum. Gesichtet.
Okay, der hat's geschafft. Sniper. Aber ich werde wiederbelebt. Ich will nur wissen, woher dieser Scheiß-Sniper schießt, ey. Ich verstehe leider nichts, weil es hier ziemlich laut ist. Moment. Bitte was? Wir stehen kurz vor dem Sieg. Medikament. Wir haben die Einrichtung erobert. Abandoned NS Office. Ja. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich nehmen soll. Aber das Schöne ist ja, wir können hier jetzt spawnen. Nimm die Munition. Wir können hier schön Party machen. Natürlich ein... Was ist das für Fahrzeuge? Verdammt. Da sterben immer noch zu viele meiner Leute. Noch nicht so drauf, die Unsichtbaren zu erkennen. Jetzt haben wir aber schon schönen Push zusammen, finde ich. Der wäre genau ins Schwarze gegangen. Hinter euch, Jungs, hinter euch. Oh Gott, die haben sich hinter uns, über uns postiert. Gut, dann heißt es also flankieren. Schwere feindliche Einheit gesichtet. In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion. Feindliche Sanitäter im Einsatzgebiet. War das jetzt ein Hitmarker oder nicht? Wurde ich da seitlich flankiert? Bin ich da so schlecht geschossen? In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion.
von hinten erwischt worden. Da ist ein Medic. Der kann mich sehr gut. Scheiß drauf, es wird jetzt aufs Maximum ausgenutzt. Mal sehen, ob ich da hochkomme. Scheiße. Kommt man nicht so einfach hin. Hätte vielleicht einstellen sollen, dass sich die Karte mitdreht. Nicht eingesehen. Ach ne, der wird mir noch auf der Minimap angezeigt. Die ist angeblich direkt vor mir. Zu mir. Naja, nachladen muss auch mal. Nachgeladen muss auch mal sein. Neu positionieren. Verdammt. Da haben sie meine Killstreak beendet. So muss das. Aber vielleicht komme ich da als Sanitäter weiter. Und ich denke mal, da werden wenn ich mich hier in der Hügelkante bewege. Mal immer schön umgucken. Hat er uns beide niedergeknallt. Ja, er muss groß dabei gehabt haben. Die haben sich hier den Hügel geholt. Eindeutig.
Na egal, ob das ein Medic ist oder nicht. Wird mich nicht mehr holen. Nein. Wir müssen uns den Hügel zurückholen. Hoch bitte. Schön. Das soll ein Kopfschuss gewesen sein, der war doch meilenweit oben drüber. Im Einsatzgebiet befindet sich eine feindliche Mengseinheit. Es hilft nichts, ich muss hier raus. Mein Gott, wie langsam sind denn meine Kugeln? Jo, da bringt unsichtbar machen nichts, wenn der Gegner vorher weiß, wo man ist. Ich muss doch schon sagen, da ist irgendwie so eine Verzögerung drin. Feindlichen Spion gesichtet. Schieße ich einfach nur zu langsam oder schießen die zu schnell? Nicht irgendjemand, der mich heilen kann? Scheiße. Das Teil da? Scheinbar nur sowas wie eine Flagge. Feindliche Mech-Einheit identifiziert. Warum verziehe ich immer so beim Schießen? Feindliche Mech-Einheit identifiziert. Wir schießen aus allen Rohren, die schießen aus. Da kommt man nicht durch, Scheiße.
Mal sehen, ob die mich sehen. In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion. Sollte eventuell nachladen. Keine Ahnung, wie viel ich da vorzählen soll. Habe ich jetzt zu ungenau geschossen? Feindlicher Sanitäter gesichtet. In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion. Habe ich keine Munition mehr oder was? Oder? Gehe ich halt mal näher ran. Feindliche Mechseinheit gesichtet. Das sind zu viele. Dahin müssen wir. Die haben da ihren Sonderer stehen. Tja, vielleicht sollte ich mal irgendwas anderes spielen. Leichte Angriffseinheit. Nutzerdefinierte Bewaffnung, okay. Das kann man da wählen. Okay. Sollte ich vielleicht die Supporter-Rolle wählen? Moskito der TR gesichtet! Können zu mir. Können auch alle zu mir. Das heißt, da findet gerade ein Push nach da oben statt. Oh Gott, ist das Ding so ungenau. Ich habe das Gefühl, da oben wird es viel Leichen geben. Ein feindlicher Spion.
Upsa. Oh. Gut. Da oben sind ein paar gestorben. Warum marschieren jetzt alle nach da oben? Was ist da oben? Trommels Truppensammelplatz? Oh. Okay, keine weiteren Toten, das ist erfreulich. Irgendjemand scheint hier einen immer wieder zu töten. Ich heile dich. Die killen sich gegenseitig. Oh, was für Spacken, ey. Das bringt hier keinem was. Ich dachte immer, es wäre meine Aufgabe als Medic, hier alles wieder zu beleben. Die Frage ist nur, wo laufen die jetzt alle hin? Ist das da vorne? Das gehört doch zu uns. Rechts unten? In die Richtung. Sichtkontakt zu feindlichen Kampfflugzeugen. Dahin wollen die? Die Roten waren doch immer bis jetzt zu Assi. Aber gut. Bin ich dabei. Sichtkontakt zu feindlichem Lightning. Oh, was soll man da auch anders machen, als seinen Leuten erstmal zu folgen? Hoffen, dass einer stirbt. Da ist einer gestorben. Ich kann dich heilen. Sanitäter, hier, lass mal sehen. Ich würde sagen, wir haben hier einen guten Push zusammengekriegt. Ich kann dich heilen. Ach, der hat nicht mal Schaden genommen.
Ich hoffe, hier gibt es eine Taste zum Hinlegen. Wäre schon nice. Ich bring dich wieder in Ordnung. Ich brauche einen Sanitäter! Ich bin dir sehr dankbar. Das Ding da kann ich nicht heilen. Könnte sein, dass der einen Sanitäter braucht? Dann gehen wir mal weiter. Da ist einer tot. Nicht in meiner Schicht. Sanitäter, hier, lass mal sehen. Ach, die hocken da drin. Ich heile dich. Einfach so mit dem Heilungsding hier rumlaufen, das scheint auch nicht schlecht zu sein. Ich weiß zwar nicht, ob mich hier jemand heilen würde, aber... Der ist so gut wie unbesiegbar. Wir machen immer so. Er heilt ihn. Wenn er nicht mehr heilen kann, heile ich ihn. Ich bring dich wieder in Ordnung. Sanitäter, hier, lass mal sehen. In Ordnung. Ich heile dich. Ist in Ordnung. 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 Unser Feind wird den Willen Vanus zu spüren bekommen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn es einen gäbe, der mich wiederbelebt. Die Einrichtung gehört uns. Jo, wenn die Einrichtung uns gehört, dann könnte die. Könnte er mich auch wiederbeleben? Los, belebt mich wieder. Ja. Gute Menschen. Du, bist in Ordnung. Bist in Ordnung. 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 Und weiter geht's. Moskito wird PR gesichtet.
Und weiter vorstürmen. Wie sieht es momentan aus? Sieht ganz gut aus. Ich heile dich. Sieht ganz gut aus. Sieht gut aus. Der ist gleich neu gestartet. Sieht gut aus. Kann er sich vortraut? Was ist? So. Mach gleich Schluss. Ich frag mich, ob die alle die und die jetzt verteidigt haben. Hey, kill. Oh, die haben das Ding direkt hier aufgestellt. Das ist böse. Alle noch in Ordnung, du bist ein Mac. Du könntest. Feuer einstellen, ich kämpfe für Vanu. Deckt mich, deckt mich, deckt mich. Und wieder einer mehr. Sanitäter, hier, lass mal sehen. Ich bin dir sehr dankbar. Schade. Da belebt mich wohl keiner wieder. Oh doch. Wow. Ich heile dich. Ich stehe in deiner. Dieser Bereich ist Sperrgebiet. Sehr gut. Hält man den mal wieder auf. Ich heile dich. Jemand, der unsichtbar ist, den kann man nicht heilen. Sie sind in einem Sperrgebiet. Ja. Macht er nicht ins Hemd. What the fuck? Nicht gut. Verlasst umgehend den Sperrbereich. Da ist ein Spieler unterwegs. Schade. Hätte so gut laufen können. Tkata. Potutika. Tutitkata? What? Ne, aber das macht eh nicht viel. Weil wir die Einrichtung haben wir schon fast unter unserer Kontrolle. Ich glaube, ich bin ein besserer Medic als alles andere. Ja, dich kann man so nicht heilen. Eins. Zwei.
Ist in Ordnung. Kann nicht geheilt werden. Der Sieg ist noch lange nicht sicher. Schwere gegnerische Einheit. Moskau und der Republik gemeinsam. Holen die sich A wieder zurück? Diese Einrichtung gehört jetzt der VS. So muss das. Wie sieht es im Moment jetzt so auf der gesamten Map aus? Sehr gut. Wir haben uns hier unten ausgebreitet, wir haben uns da ausgebreitet. Die machen sich da ins Leben schwer. Aber dass wir hier schön einfallen konnten, das finde ich gut. So gesamtstrategisch. Wir haben uns schön ausbreiten können. Problem ist nur, wir haben halt jetzt zwei Frontenkrieg. Naja. Aber wir haben so viele Spieler, das sollte, denke ich mal, eigentlich funktionieren. Deswegen würde ich mal sagen, eine schöne Runde heute. Ich mach auf Verlegen. Weil ich keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Nachladen. Und schwupp. Und da bin ich mal gefallen, wir sind nasser Sandsack. Jo. Muss ich mal sagen. Bis dann, Leute.